Der Moment der Wahrheit. Er ist da. Und damit herzlich willkommen zurück zu Sea of Stars. Wir haben letztes Mal den Wassertempel, den Turm, erklommen. Und hinter dieser Tür wartet, denke ich, unser Preis auf uns. Ob er mir gefallen wird? Wahrscheinlich nicht, aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Energie dieser Tür. Seltsam. Junge, ich schwöre, wenn du jetzt wegen deiner Dunkelheit gegen uns turnst, werde ich echt sauer, Sel. Ich wette, das große Geheimnis, das wir finden sollen, ist gleich dahinter. Will nicht gegen Sel kämpfen. Kein Griff. Und sie lässt sich auch nicht drücken. Ist eine magische Tür. Und unsere innere Magie schlägt auch nicht an. Vielleicht sollten wir einfach klopfen? Oder Sesam, öffne dich sagen. Das soll ja bekanntermaßen auch funktionieren. Oh oh. Oh, das gefällt mir gar nicht, dass er sich jetzt einmischt. Ihre Taten im Turm waren zwar beherzt, doch leider zog das Schicksal beim ersten Auftreten dieser Ereignisse nicht mit und die geheimnisvolle Tür blieb verschlossen. Trotz ihrer Mühen angesichts dieses Rückschlags konnten unsere Helden Mesa Island nicht rechtzeitig erreichen und der Eremit der Zwietracht verwandelte sich in einen Weltenfresser. Warte, Game Over? Wir haben verloren, wir haben verkackt, muss ich jetzt alles nochmal machen? Sie kämpften weiterhin tapfer, doch am Ende waren ihre Leben und ihre Welt verloren. Nun sind wir bei der Krux der heutigen Überlegungen, einer einzigen Frage. Wie weit hätten sie das Schicksal zwingen können, die Tür, die einst fest verschlossen war, zu öffnen? Finden wir es heraus. Er hat einfach die Geschichte umgeschrieben. Ja, einfach so lull. Ich will wissen, was hinter der Tür ist. Let's go. Tretet ein. Nein, er ist wirklich dahinter, oder? Oh mein Gott, hab ich Gänsehaut. Ich hab das nicht mit Absicht gecallt. Ich fand das nur einen lustigen Gedanken, dass er in dem Turm sitzt. Und jetzt sitzt er wirklich da drin. Wow, ich hab Gänsehaut. Was ist das für ein Ort? Riecht muffig. Ja, bei so vielen Büchern. Guten Abend und willkommen in den großen Archiven. Verzeiht das Schlamassel. Ich verliere mich oft in meiner Arbeit. Er hat einfach vergessen, die Tür für die anderen aufzumachen, verstehe. Warte, bist du wirklich? Titel sind etwas für Sagen und Mythen. Bitte nennt mich Reshan. Reshan? Das ist noch cooler als Exatol. Warte, du bist also der unsterbliche Alchemist? Ich denke ja. Verrückt! Herr Alchemist, wir... Bitte, nennt mich Reshan. Reshan, das kommt wirklich unerwartet. Ja, wir... Kannst du denn nicht dafür sorgen, dass alles gut wird? Du schreibst doch die Geschichte. Schreib doch einfach ein Happy End. Leider nicht. Ich bin an einen strengen Kodex gebunden. Wenn ich die Sache eigenhändig erledigen würde, hätte das Folgen, die ich nicht einmal zu beschreiben wage. Schlimmer, als wenn ein Eremit zu einem Weltenfresser wird? Ich will das nicht kleinreden, doch begreift, dass eure Realität auf dem Spielbrett des Schicksals nur eine von vielen ist. Würde ich eure Welt in Ordnung bringen, brächte ich Ephrolus' Zorn auf zahllose andere. Das ist inakzeptabel. Wer ist Ephrul? Mein ehemaliger Partner. Wo ich für eure Leute der unsterbliche Alchemist bin, ist Ephrul als Flashmancer bekannt. Oh oh. Versteckt er sich auch hier irgendwo? Er hat doch eine eigene Villa. Zumindest, was das angeht, ist eure Welt sicher. Ephrul verließ sie vor langer Zeit. Was? Sollte er jedoch von meiner Anwesenheit hier erfahren...
Oh, warte, die wollten den Flashmancer also zurückholen, haben sie uns deshalb betrogen? Hm. Wir erledigen ihn, diesen elenden Verlierer. Hm. Nun, wie es scheint, drängt die Zeit. Wir müssen zuerst nach Mesa Island. Kannst du helfen? Vielleicht. Aber zuerst müssen wir herausfinden, ob ihr euch selbst helfen könnt. Wir wissen, wie man kämpft. Natürlich wisst ihr das. Doch hier geht es darum, ob ihr die seid, von denen ich hoffe, dass ihr sie seid. Das erste würde ich euch gerne an einen entfernten Ort schicken, wo ein lang verlorenes Artefakt im Eis liegt. Was für ein Artefakt? Mehr will ich nicht sagen. Wenn es der richtige Lauf der Dinge war, euch hier hineinzulassen, wird seine Macht euch rufen. Schnipp! Dieses Portal führt dorthin, wo es verloren ging. Bergt das Artefakt, dann werde ich mit euch euren Plan besprechen. Okay. Das ist auch mal eine Art zu reisen. Ich hoffe, er macht das Portal jetzt nicht wieder zu. Sonst stecken wir wahrscheinlich fest. Mann, doch kein Bosskampf. Ich war schon richtig auf ein Battle eingestellt, dass wir uns jetzt mit ihm prügeln müssen. Weil er uns auf die Probe stellt, aber nö. Er portet uns einfach weg und lässt uns hier sitzen. Ohne Rückweg, denn er hat das Portal doch zugemacht. Tja, dann bergsteigen wir wohl ein bisschen. Bekomme leichte Celeste-Vibes. Aber die Musik, Junge. Aber ist schön, so mit Schnee, oh Gott, und Eiszapfen. Auch ein bisschen gefährlich, das will ich gar nicht bestreiten. Hallo, wer seid ihr denn? Süße kleine Lümmelberger. Ich glaube, die haben einen französischen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Ja, ich werde es gar nicht erst versuchen, wenn es okay ist. Das können wir uns sparen. Diese Schande. Aber immerhin sollten die Gegner hier erstmal keine größere Gefahr darstellen und wir können ganz gemütlich den Berg hochkraxeln. Und vielleicht sogar noch ein Level abkriegen. Da oben ist eine Kiste. Ich sehe sie ganz genau. Ich weiß nur noch nicht, wie ich drankomme. Ah, guck mal, der Mond. Das hier hat jetzt aber auch richtige Messenger-Vibes. Ich frage mich... Soweit bin ich nie gekommen, ob das hier eventuell eine Anlehnung ist an Messenger, also eine Messenger-Stage quasi. Dürft ihr mir, wenn... Notenblatt Nummer 5. Gerne in die Kommentare schreiben. Kann ich das schmelzen? Tatsache. Nice. Aber so die Musik erinnert mich auch an das, was ich von Messenger gespielt habe. Ich habe es leider nie zu Ende gespielt. Und dann hat es den Game Pass einfach... mich und den Game Pass einfach verlassen. Aber vielleicht bekomme ich die Gelegenheit ja noch. Hm. Aber erstmal müssen wir rausfinden, wie wir an dieses Ding kommen. Oh, der spielt Trommel. Der spielt Trommel und der DJt. Okay. Das ist ein ganz wilder Typ. Au. So, dafür brauche ich mein Mädchen. Nee, warte. Zuerst stoppen wir den. Der andere hat noch ein Ründchen. Ob der wohl hier auflegt und die geile Mucke macht? Stimmt, oder? So. Seinen coolen Beat wollen wir aber nicht erleben. Au. Das war gemein. Da muss ich erstmal kurz heilen.
Wer schlägt die Trommel nicht im Takt? Also darüber können wir uns schon mal einig sein. Die Trommel wird nicht im Takt mit der Musik geschlagen. Oh Gott. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, muss ich fairerweise gestehen. Lass doch mal den Sichelbogen rausholen. Sehr gut. Und dann... Sonnenregen. Das war mächtig, wow. Okay, die habe ich ja regelrecht ausgelöscht. Aha, aha. Hier ist ein Lager. Das nehme ich doch glatt mal in Anspruch. Eventuell können wir auch mal wieder kochen. Ich habe jetzt leider das Bouillabaisse-Rezept nicht mitnehmen können, aber... Was haben wir denn da? Und Fischkuchen. Halt K.O. wäre natürlich auch ganz schön. Aber ich denke, es wird ein Fischkuchen. Mal nur einen, dann haben wir noch einen Platz. Falls wir mal wieder einen Picknickkorb finden. War auch wild, dass hier ein Lager ist ohne Safe Point. So, aber wie komme ich jetzt da dran? Will's nicht verpassen. Aber vielleicht kommt es noch. Ja, hier. Da sieht's aus, als könnte ich runterklettern. Vielleicht da. Aber vorher sieht so aus, als würde hier ein kleines Schieberätsel auf mich warten. Eisschieberätsel sind ja mein persönlicher Albtraum. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß das. Aber kriegen wir irgendwie hin. Schieberätsel, okay. Eisrätsel, okay. Eisschieberätsel. Nicht cool. Wir sind anfällig für Mondmagie, wie es aussieht. Aber es muss ja gemacht werden. Au. Ruppenschaden ist fies, du Lümmler. So, minus eins. Der wird ein bisschen geboxt. Ich frage mich auch, ob und wann wir nochmal ein neues Teammitglied bekommen. Ja, wir sind jetzt schon eine ganze Weile zu viert. Und ich habe das Gefühl, wir könnten theoretisch schon noch mal ein bisschen Zuwachs vertragen. Ich hätte da absolut nichts dagegen. Was ist denn für eine merkwürdige Truhe? Ach, die ist da unterm Eis. Verstehe. Okay, lass mich aber erstmal kurz hier gucken. Na, der Stein muss erst weg, ne? Hier muss ich vermutlich eher schmelzen. Okay. Dann müssen wir vielleicht doch erst den Berg aufräumen. Warte, ist das... Sieht aus, als könnte man es aufsprengen, aber ich habe keine Bombe oder so. Wir haben hier einen Rave. Oh. Ups. Sorry, ich wollte die Party nicht stören. Tut mir leid. Ein bisschen grooven muss erlaubt sein. Ist ja cool.
Das ist auf jeden Fall ein sehr anderes Gebiet. Auch so mit der Kampfmusik und allem. Groovy auf jeden Fall. Groovy. Na, habt ihr Spaß auf dem Rave? Ei. Ich hoffe, das Eis geht zufällig, aus Versehen, dabei kaputt. Das wäre schön. Boah, ich habe kurz bereut, dass ich es nicht verstärkt habe. Aber es hat genau gereicht, Glück gehabt. Ich bin voll abgelenkt von der Musik. Ja, die so Spaß macht. Das ist ja aber auch ein bisschen fies. Wenn man hier so abgelenkt wird, wie soll man sich denn da konzentrieren? So, das unterbinden wir mal noch. Dann wird es aber Zeit fürs Heilen. Die wollen mich nicht heilen lassen, ne? Die wollen einfach nicht. Aber jetzt muss es wirklich. Jetzt führt kein Weg mehr dran vorbei. Auch wenn ich voll gerne die Mondklinge mal machen würde, aber an einem Einzelziel. Da müssen wir wohl auf den nächsten Boss warten. Wir hatten jetzt aber voll lange auch keinen Bosskampf mehr. Na? Deswegen war ich mir eigentlich so sicher, dass wir gegen den Archivar kämpfen müssten, aber wäre so nö. Weißt du, eigentlich bin ich ein sehr chilliger Geselle, daher nö. Einfach mal so richtig genobt, der Typ. Och. Zell, was ist da los? So, Rave beendet. Und Level up. Perfekt. Perfektes Timing. Okay, Mana-Punkt. Magie, Verteidigung, physischer Angriff. Eigentlich müsste ich die Verteidigung erhöhen, weil es der schwächere Wert ist, aber weißt du was? Angriff. Das gönne ich mir, weil ich es mir wert bin. So, was haben wir hier Schönes? Bei ihr auch. Damit wir so ein recht ausgeglichenes Ding hier haben. Seinen Magieangriff zu erhöhen lohnt sich halt im Moment noch nicht so dolle, weil er nicht so viel magisch angreift, aber dann wiederum ist der Wert sehr hinten. Ne? Könnte aber auch. Na komm. So ein kleiner Boost. Ist immer noch 10 Punkte hinten dran, aber warum ist sein Magieangriff eigentlich so niedrig? Was hat's damit auf sich? Was hat es denn damit auf sich? So, jetzt ist hier nur nichts passiert, ha? Kann ich nicht schieben? Mal hier weiter. Irgendwo. Oh Gott. Egal, oh Gott. Irgendwo muss ich ja hier weiterkommen. Das ist aber ein ganz schön gefährlicher Berg. Mann, ich wüsste so gerne, ob das mit Messenger zusammenhängt. Das ist ein eingefrorenes Lager. Ihren Spaß muss ich jetzt leider hier mal ein bisschen unterbinden. Ah, die Musik mag ich echt. Die ist richtig chillig. Au.
Heieiei, die kleinen Partybolde. So richtige kleine Partybolde. So. Das sollte reichen. Jo, Dicke, da hätte ich den anderen auch ein bisschen Live-Mana überlassen können. Da wollte ich vielleicht ein bisschen mehr Schaden anrichten, als unbedingt nötig gewesen wäre. So. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ich noch heilen? Ich glaube, ich will noch heilen. Da unten ist zwar ein Lager, aber das ist leider ziemlich eingefroren. Also wenn mal jemand ein Feuerzeug oder so vorbeibringen könnte. Damit wir das wieder auftauen können. Aber schätze, das müssen wir mit der Sonne oder so machen, ne? Gucken wir mal. Aha, was passiert, wenn ich hier runterspringe? Dann bin ich unter dem Eis. Aber wie komme ich wieder raus? War das klug von mir? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das so, smart von mir war. Kommt Zeit, kommt Rat, schätze ich. Uff. Instant Regret. Aber wenn man runterkommt, muss es auch eine Möglichkeit geben, wieder rauszukommen. Das ist zumindest, woran ich ganz fest glauben möchte. Okay. Ausruhen. Aha. 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 Okay. Dann speichere ich mal. Wenn es hier tatsächlich weitergeht. Denn eventuell kommt jetzt der Boss, von dem ich die ganze Zeit... Schwadroniere, was macht ihr denn hier? Ugh. Wie auch immer ihr es geschafft habt, es war töricht, hierher zu kommen. Ihr seid töricht und in der Klemme. Eure Freunde haben schon auf dicke Hose gemacht, haben sie euch nichts erzählt? Oh, wie angriffslustig sie sind. Angriffslustig und arrogant. Na los, kommt. Tanzen wir. Shit, Bruder, die Musik. Monde ragen. Wird trotzdem eng, ne? Das wird zu eng, fürchte ich. Benning, warum haben sie jetzt Plätze getauscht? Ich bin verwirrt. Können wir nicht Plätze tauschen? Todome? Todome? Au! Könnt ihr das nicht machen? Au. Oh oh. Ich meine, ich habe ja damit gerechnet, dass die anderen beiden Dödel auch noch angelatscht kommen würden. Aber sobald. Fan. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass sie sehr laute Musik mitgebracht haben.
Desorientieren. So, einfach mal treten, weil ich's kann. Vor allen Dingen, wie sind die denn hierher gekommen? Ich meine, to be fair, sah das Portal von unserem Archivar ganz ähnlich aus. Ich meine, deren Portale sind dreieckig. Und seins war viereckig. Aber so von der Farbe her war das doch schon recht dicht dran. Oh, fies mit Verzögerung. Das heißt, die gehören wohl schon irgendwie zusammen. Aber, okay, minus eins. Au. So ein Lump. Nee, gar nicht. Du sollst geheilt werden, mein Schatz. Aber wieso, weshalb und warum? Ich meine, wir wissen immer noch nicht, wieso sie machen, was sie so machen, ne? Die sind einfach da und machen uns das Leben schwer. Aber warum genau? Hab ich zumindest noch nicht durchschaut. So, dann möchte jemand wieder ganz dringend rein. Kochtopfbombe. Schade. Davon hatte ich mir ehrlicherweise ein bisschen mehr versprochen, aber ist in Ordnung. Schade, wir können Ceres Ulti nicht mehr zünden. 6000 Erfahrungspunkte, holy shit. Na, ihr hattet Glück, beim nächsten Mal gewinnen wir. Mal guck, es ist so lila oder pink und wabert und führt in diesen selben Stern-Blinky-Dunkelheitsraum. Nur die Form ist anders. Siegt und feiert eben. Wir sind richtig mad. Wir sind richtig schlechte Verlierer. Uff. Und kommt nicht zurück. Wir sind nah dran. Ich fühle es. Tun wir es. Tun wir es. Was auch immer wir tun, tun wir es. Und hoffentlich schmilzt dann das Eis. Sonst bin ich ein bisschen ratlos. Vor allen Dingen, weil sich das anfühlt, als könnte ich die Muschel verpassen. Das wäre echt schade. Ah, nach oben. Okay. Weiter und immer weiter. So, eine kleine Bergsteigertour. Nur wird langsam die Zeit knapp. Und die ist wieder kaputt. Die Rune ist auch wieder kaputt. Aber vielleicht können wir sie jetzt restaurieren. Egal. Warte mal. Hey. Oha. Das sieht schick aus. Amulett der Sonnenwende erhalten. Okay. So viel Energie. Es ist dieselbe Macht wie... Macht ihr da schon mal ein Feuerchen, oder? Wie kommen wir hier raus? Wir könnten diesen Block schmelzen, doch die Himmelsrune ist hinüber. Ja, die können wir jetzt bestimmt ganz machen. Kraft der Sonnenwende. Du kannst jetzt mit R2 und L2 die Tageszeit kontrollieren, ohne auf einer Himmelsrune stehen zu müssen. Ja, nice. Dann machen wir das doch direkt mal. Mann, wir sind echt mächtig. Wow, du
Kannst du das jetzt also nach Belieben tun? Das Amulett reagiert wirklich stark auf unsere Magie. Wir haben, was wir wollten. Kehren wir zu Reshan zurück. Okay. Dann los. Aber wie ich diesen Block jetzt kaputt mache? Auch mit Licht? Aha, mit der Kraft des Mondes. Verstehe. Dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Ist das cool, Mann. Das ist so cool. Jetzt gehorcht uns die Sonne und der Mond. Richtig krass. Ich meine, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das wirklich, wirklich krass. So, nur... Was mache ich jetzt hier? Will ich den Part jetzt hier beenden? Ich denke schon. Denn wenn wir den ganzen Weg zurücklaufen und noch die Muschel holen müssen, dauert das wahrscheinlich noch kurz. Daher, danke fürs Dabeisein bei diesem sehr aufregenden Part. Und ob wir zu Reshan zurückfinden, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Sorry. Bis dahin. Bye, bye.